willkommen, meine lieben Lockpicking-Freunde. Heute habe ich ein Schloss bekommen von einem befreundeten Hausmeister. Das war jahrelang in Betrieb und das ist ein Winkhaus. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch nicht mehr das sauberste Schloss. Ich habe jetzt erstmal versucht, es ein bisschen sauber zu kriegen. Habe nochmal ein bisschen was reingesprüht, aber wie ihr sehen könnt, ist hier noch irgendwie so Schmierfett drin. Das habe ich jetzt nicht so gut rausbekommen. Sollte aber trotzdem kein Problem sein, das zu picken. Und ich würde das dann wieder gleich einspannen. Ist natürlich wieder ein 5-Pinner. Und dann sehen wir uns gleich zurück. Spannend ist dieses Schloss jetzt. Ich benutze einen Tuck in der Größe 17. Und ich benutze jetzt noch einen Hook, den ich von meiner Anfangszeit habe, sprich der wäre jetzt ungefähr knapp 8 Monate alt. Mit dem habe ich angefangen zu picken und tut mir einen Gefallen, wenn ihr pickt, dann setzt die Pins nicht mit Gewalt runter, weil ihr seht, ich habe das früher so gemacht und mein Hook ist jetzt total verbogen. Wenn ihr merkt, dass sich hier nichts setzen lässt, versucht es nicht mit roher Gewalt runterzudrücken. Nimmt dann lieber ein bisschen Spannung aus dem Spanner raus und schaut dann einfach weiter, ob sich dann ein Pin setzen lässt oder nicht. Und wenn nicht, müsst ihr halt ein bisschen weniger Spannung setzen. Das muss man halt gucken, weil jedes Schloss ist anders und hat andere Toleranzen und versucht euch da irgendwie ein bisschen durchzuwursteln. Wir fangen jetzt mal an. Wir starten mal gleich von hinten. Von vorne meine ich, Entschuldigung. Hier ist Pin 1, Pin 2, so nochmal von vorne, jetzt gehen wir mal weiter nach hinten, schauen mal was da so geht und wir haben schon offen. Das war echt easy going, muss ich sagen. Nur leichtes Antippen der Pins. Und ich hole das mal kurz raus. Das war das Winkhaus. Natürlich mit den 5 Pins. War sehr einfach, aber ihr seht ja auch, dass der Schlüsselkanal sehr weit offen ist und das eigentlich nicht so ein Problem ist. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt legal und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag. Bis dann.